Möchtest du vier ultimative Tipps, wie du dein Selbstbewusstsein stärken kannst und zur Königin deines Lebens wirst? Mein erster Tipp heißt: Akzeptier dich, wie du bist. Vergleich dich nicht dauernd mit anderen. Wir leben in einer Zeit der Optimierung. Da gibt es öffentliche Wünsche, wie wir sein müssen, wie wir handeln sollen. Ich habe festgestellt in meinem Leben, ich glaube eher daran, dass Menschen unterschiedlich sind. Und es gibt aus der Psychologie so einen Dreisatz. Und der heißt: In gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Wir müssen alle atmen, essen, trinken, schlafen. Der zweite Satz heißt: In gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Manche fahren Motorrad, manche laufen Marathon und manche gehen gerne tanzen. Und der dritte Teil dieser Erkenntnis heißt: In gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Also das heißt, du bist einzigartig, wie du bist, und du darfst auch so sein. Du musst nicht sein wie andere. Ich habe das immer als eine ganz große Erlaubnis empfunden. Ich erinnere mich, als junge Rednerin hat mich mal ein älterer Kollege beraten und hat gesagt: Du musst dich auf ein Thema konzentrieren und dann immer über dieses Thema reden, dann wirst du Expertin oder Experte dafür. Und ich dachte von Anfang an: Das langweilt mich aber. Ich weiß so viel. Ich interessiere mich für so viele Dinge. Weil ich habe ja so viele Bücher über verschiedene Themen geschrieben und diese Themen wollte ich auch auf die Bühne bringen. Also, ich habe einfach nicht auf den älteren Kollegen gehört und habe ungefähr 12, 14 Themen im Angebot und bin damit sehr gut gefahren. Das Beste daran ist, dass ich auch mehrfach bei einem Unternehmen, bei einer Veranstaltungsreihe dabei sein kann, weil ich ja verschiedene Themen habe. Was hat mein Mann mal zu mir gesagt? Glaub nicht alles, was jemand sagt. Und ich empfehle dir, glaub auch nicht alles, was dir jemand rät. Das kann für andere Menschen richtig sein, muss es für dich aber nicht. Geh deinen eigenen Weg. Mein zweiter Tipp: Lerne Nein sagen, um Ja sagen zu können. Weil wenn wir immer gleich Ja sagen zu allem, dann haben wir keine Zeit mehr und keine Kraft, das zu machen, was wir gerne machen. Vor vielen Jahren wurde ich mal gefragt, ob ich mit Kollegen zusammen einen Verband gründen würde. Und ich sagte: Ja klar, gerne. Und dann kam der Nachsatz: Wir suchen nämlich noch eine Schriftführerin. Und ich sagte: Nein. Ja, aber es wäre gar nicht viel Arbeit. Nein. Aber es wäre wirklich gar nicht. Nein. Und dann wurde ich gefragt: Würden Sie denn mitgründen, wenn Sie nicht Schriftführerin werden müssten? Und ich sagte: Ja. Und 2 Jahre später war ich Präsidentin. Du kannst dir vorstellen, wenn du einmal Schriftführerin warst, wirst du nicht so schnell Präsidentin, weil die wollen dich dann nicht verlieren als Schriftführerin. Und das heißt für dich: Wenn du die Dinge machen möchtest, die dir wichtig sind, musst du manchmal Menschen enttäuschen. Meine Erfahrung ist, es ist besser, manchmal jemanden zu enttäuschen, als selbst ein enttäuschtes Leben zu führen. Mein dritter ultimativer Tipp ist: Leben ist, was du draus machst. Ich vergleiche das Leben immer mit einem Tennisspiel. Bei einem Tennisspiel kannst du auch nicht beeinflussen, wie der Aufschlag des anderen kommt. Das musst du annehmen. Wo du aktiv wirst, ist dann der Return. Also, welche Schicksalsschläge, welche Veränderungen das Leben dir bringt, das kannst du meistens nicht beeinflussen. Es kommt darauf an, welche Haltung du hast, welchen Stand, ob du die richtige Technik beherrschst. Und dein Return ist es dann, der dein Leben weiter bestimmt. Nur dazustehen und sich zu ängstigen ist keine Alternative. Schon loszuhauen, obwohl der Ball noch gar nicht da ist, ist auch keine Alternative. Es geht um deine Einstellung zu den Dingen. Zu wissen, es läuft nicht immer toll.
Du kennst vielleicht diesen Vergleich, ach, ist das Glas halb leer, ist das Glas halb voll? Manchmal ist das Glas umgefallen oder sogar kaputt. Auch das gehört zum Leben. Und wenn wir das akzeptieren können, dann können wir das Leben, was sich uns ergibt, wie eine Königin selbst gestalten. Mein vierter ultimativer Tipp: Lerne über dich selbst zu lachen. Ich bin wirklich dafür, dass wir uns wichtig nehmen, habe aber die Erfahrung gemacht, wir sollten uns auch nicht zu wichtig nehmen. Über sich selbst zu lachen heißt zum Beispiel über Fehler, die wir gemacht haben. Also hinterher, ne, wenn wir den wieder gut gemacht haben. Für mich ist das Lachen über mich selbst ein Teil der Versöhnung mit mir und meiner Unperfektheit. Ich erzähle gern die Geschichte als Beispiel und das erzähle ich jetzt auch hier nochmal, weil es wirklich die Sache trifft, wie ich mich bei meinem ersten Fernsehauftritt wirklich fürchterlich blamiert habe. Ich hatte mir für diesen ersten Fernsehauftritt, in dem ich ein Buch vorstellen sollte, in einer Talkshow in Hamburg, hatte ich mir ein schilfgrünes Seidenkleid gekauft. Und ich dachte, in diesem Seidenkleid sehe ich gärtenschlank aus. Das war genau das Richtige. Es war schweineteuer, aber ich wusste, es kommt ja alles millionenfach zurück. Man muss auch mal investieren in den Erfolg. Also, ich habe mein schilfgrünes Seidenkleid angezogen und bin nach Hamburg geflogen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass Seide ein sehr empfindlicher Stoff ist. Und als ich in Hamburg aus dem Flugzeug ausstieg, hatte ich so ein Bauchplissee quer. Also so Falten, die auch nicht wieder rausgingen. Und das hieß, mein Selbstbewusstsein war schon ein bisschen in sich zusammengesackt. Dann kam ich in das Studio und was ich auch nicht bedacht hatte, war, dass es in einem Studio affenheiß ist. Mir ist das Wasser hier nur so runtergelaufen. Kennst du das Gefühl, wenn dir so dicke Tropfen hinten den Rücken runterperlen? So heiß war's. Und kannst du dir vorstellen, was schilfgrüne Seide macht, wenn sie nass wird? Sie wird schwarz. Ich hatte solche breiten schwarzen Schwitzstreifen unter den Armen. Ich habe gedacht, ich muss sterben, ich muss tot sein. Also, Studio war heiß, die Lampen waren heiß, mir war heiß, das Kleid war eigentlich hin. Erde, tu dich auf, verschling mich, habe ich gedacht. Tat sie leider nicht. Was habe ich gemacht? Ich bin aufs Damenklo gegangen und habe versucht, mich trocken zu föhnen. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, so unter diesen kleinen Föhn gehalten. Aber es hilft nichts, es kommt wieder heiße Luft raus, man schwitzt noch mehr. Ich war fertig mit der Welt. Kommt die Aufnahmeleiterin und sagt, Frau Astrodom, Sie müssen jetzt kommen. Sie sind unser erster Gast. Live-Sendung. Und ich so, das geht nicht, ich kann nicht. Kommen Sie mit. Also ich bekam ein Mikrofon in die Hand gedrückt, stand neben dem Moderator. So, fertig mit der Welt. In meinem Hirn tobte mein innerer Kritiker. Bist du wahnsinnig? Du kannst doch jetzt hier nicht auftreten. Das geht nicht, wie schaust du denn aus? Der Moderator Christian Berg von Radio Bremen war noch optimistisch am Anfang, stellte mir Fragen. Vorausgenommen, Sie haben ein Buch geschrieben. Und ich sagte, war etwas verwirrt und sagte, darin geht es ja um Familie und Beruf, das ist doch Ihr Thema. Und ich irgendwie laber, laber. Die innere Stimme im Kopf wurde immer lauter, das Hirn wurde immer leerer. Seine letzte verzweifelte Frage mit so einem Augenzwinkern war, Sie haben ja selber auch Kinder. Und ich, zwei. Das war mein großer Auftritt, ich durfte mich setzen. Ich ging auf die Sitzgruppe zu, wo die Gäste nach und nach Platz nahmen und sah, das waren Clubsessel. Kennt ihr Clubsessel? Rund, gepolstert, tief, eng. Und es war sogar eher ein Clubsesselchen. Ich ging auf diesen Sessel zu und dachte, Scheiße, da komme ich nie wieder raus. Nur während einer Live-Sendung kannst du nicht sagen, hoch, ich bleibe lieber stehen. Ich musste in diesen Sessel. Todesmutig ließ ich mich hineinplumpsen. Und während ich plumpste, machte mein schilfgrünes Seidenkleid Ratsch. Da wusste ich, ich komme nicht wieder raus, ich will's aber auch nicht. Anderthalb Stunden saß ich wie ein Vollidiot in diesem Sessel. Ich glaube, zweimal hat der Moderator mir noch eine Frage gestellt. Dann hat er gemerkt, lass die Frau einfach in Ruhe, da kommt heute nichts. Ich bin dann wieder aus dem Sessel rausgekommen, heimgefahren und ich habe drei Sachen gelernt. Erstens, niemals Seide in ein Fernsehstudio. Zweitens, du musst dich besser vorbereiten. Fernsehen ist Stress.
Und man weiß, Stress macht blöd. Also du brauchst 3, 4 Sätze, die du einstudiert hast, damit du ins Reden kommst. Und die dritte Lektion war die wichtigste. Und die hieß, du kriegst immer eine zweite Chance. Und wenn du dich besonders blöd angestellt hast, noch eine dritte und noch eine vierte. Und ich habe Gott sei Dank jedes Mal, wenn ich ein Buch geschrieben hatte, eine Einladung bekommen in eine Talkshow. Und ich habe Ja gesagt und nicht Nein. Hätte ich Nein gesagt, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das heißt für dich und dein Leben, trau dich Dinge. Geh raus aus der Komfortzone. Und wenn es schiefgegangen ist im Nachhinein, ist es meistens nicht so schlimm, wie du befürchtest. Und wenn du dann irgendwann darüber lachen kannst, dann hast du dich versöhnt. Ich wünsche dir alles Gute. Hör endlich auf zu erwarten, dass andere Menschen dich glücklich machen. Du trägst die Verantwortung für dein Leben. Du kannst dich glücklich machen. Und du hast alles in dir, was dir helfen will, das zu erreichen, was du möchtest. In meinem Kurs Entdecke deine innere Königin wirst du deine Stärken kennenlernen, dich mit deinem starken Ich versöhnen. Du wirst lernen, deinen inneren Kritiker in die Schranken zu weisen. Du wirst die Regeln für dein Leben selbst bestimmen. Dazu gibt es viele Beispiele, Geschichten und jede Menge Übungen, mit denen du das Gehörte sofort umsetzen kannst für dein Königinnenleben. In meinen Coachings erlebe ich immer wieder Frauen, die von starken Selbstzweifeln geplagt sind. Und wenn sie dann ihr starkes Ich erkennen, wie verwandelt sind und ihr Leben neu anpacken. Was ich wirklich glaube, ist, dass jeder Mensch seine eigenen Lösungen findet, wenn man ihm die richtigen Fragen stellt. Der Titel des ersten Moduls ist Setz dir die Krone auf. Und darin geht es vor allem um Souveränität. Souveränität im Sinne von ich bestimme über mein Leben. Im zweiten Modul mit dem Namen Trau dich zu regieren ist der Schwerpunkt auf Energie, nämlich die Energie, die du hast, um etwas zu verändern. Und es geht auch um Energieräuber, denen du entgegentreten kannst. Im dritten Modul mit dem Titel Haltung, Majestät geht es tatsächlich um innere und äußere Haltung. Und das Unterthema ist Selbstbestimmung. Im vierten Modul ist der Titel Fühlen wie eine Königin. Und in diesem Modul geht es vor allem um das innere Wachstum, deine Entwicklung. Ich bin Sabine Askodom, ich bin Coach-Pionierin und begleite seit 30 Jahren Menschen dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Dieser Kurs ist der richtige für dich, wenn du respektvoll behandelt werden willst, wenn du nicht mehr ausgenutzt werden willst und wenn du die Königin deines Lebens sein willst. Fange am besten jetzt gleich damit an.